mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, der Alltag ist wieder da. Nach dem Urlaub geht's wieder flott los. Heute ist der erste Schultag bei uns in Schleswig-Holstein. Und meine Geschwister sind auch schon in der Schule. Und ich habe gerade den Koffer aus dem Urlaub ausgepackt und räume jetzt die saubere Wäsche noch wieder in die Schränke rein. Und habe ja gerade Wäsche aufgehängt. Die Kleine schläft nämlich gerade. Bei der Kleine ist es so, die hat jetzt im Urlaub überhaupt gar nicht ihren Rhythmus gehabt von ihrem Mittagsschlaf und so her. Und da war es jetzt richtig schwer, sie jetzt schlafen zu legen, aber sie schläft jetzt. Und ich werde jetzt weiter aufräumen, also wie gesagt, den Koffer noch leer räumen. Dann mein Zimmer oben aufräumen, da habe ich schon angefangen, aber aufräumen wollte ich dann noch. Und dann habe ich einfach noch ein paar Sachen zu sortieren und so. Das wollte ich heute machen, Kartoffelschälen muss ich gleich auch noch. Und ja. Der normale Alltag gibt. Putzen, aufräumen, babysitten. Schaut euch mal diese riesige Zucchini an. Kommt aus unserem Garten. Ja, dann haben wir noch eine Kohlrabi aus dem Garten. Und auch schon Möhren aus dem Garten. Genau, da wird jetzt eine schöne, kräftige Zucchini-Cremesuppe draus gemacht. So, hier liegt jetzt die saubere Wäsche aus dem Urlaub, also das ist alles so meins. Und hier habe ich jetzt noch ein paar Babysachen. Ein bisschen was hier überall lag, habe ich schon weggeräumt. Hallo, Dickerle. Genau, das muss ich noch wegräumen. Hier noch ihre Tasche und Milchauffangschale und ihr Nasensauger habe ich hier noch. Und hier speichert gerade oder lädt gerade ein Video für euch hoch. Genau. Wir haben es übrigens 10 Uhr jetzt. Ich werde jetzt also weitermachen, die Sachen hier hochbringen und wieder in die Schränke einsortieren. Und, genau. Dann wollte ich nachher noch mit euch das Thema Taufe besprechen. Frühstücken muss ich übrigens auch noch. Die Taufe ist bei uns jetzt in 2 Wochen. Ich muss ein bisschen leiser sprechen wegen der Kleinen, dass sie irgendwie wach wird. Weil sie, wie gesagt, echt im Kampf war, sie schlafen zu legen. Aber sie muss ja einfach wieder in diesen normalen Rhythmus reinkommen. Dementsprechend, ja, ein bisschen leiser sein. Also, die Taufe ist bei uns in 2 Wochen jetzt. Und wir sind voll bei den Vorbereitungen. Also Einladungen und so haben wir alle verschickt. Und es kommen auch eigentlich fast alle. Ich denke, wir sind so 50, 60 Leute, wenn alle kommen. Und das Taufkleid haben wir schon. Das zeige ich euch auch noch. Dann wissen wir schon, wo wir es machen. Jetzt haben wir noch das Problem mit dem Essen. Wir wollten eigentlich Spanferkel oder Catering machen. Aber das ist alles ziemlich teuer. Da ja, schauen wir gerade, was wir machen. Ich denke, es wird auf Spanferkel hinauslaufen. Dann habe ich schon eine Torte bestellt. Die holen wir ab einen Tag vor der Taufe. Die wird extra für uns angefertigt. Und genau. Taufkerze haben wir auch schon bestellt. Die ist jetzt auch schon in der Produktion. Die ist natürlich auch individuell nach unseren Wünschen gemacht. Und ja, ich glaube, mehr haben wir bis jetzt noch gar nicht. Also was jetzt noch ein ganz großes Thema ist, ist das Thema Deko. Ich habe mir schon genau ein Bild, im Kopf, wie ich das gerne hätte. Und in diese Richtung werde ich jetzt auch shoppen gehen. Ich weiß nicht, ob ich das heute eventuell machen, dass ich mal zu Action fahre oder so. Genau, weil Action ist bei uns hier in der Gegend. Zwar etwas weiter weg in Lübeck, aber es geht schon. Aber die Kleine soll erstmal ihren Mittagsschlaf machen und dann nachher fahre ich vielleicht los. Genau, und erstmal muss ich hier auch ein bisschen aufräumen. Mir gefällt es doch nämlich gar nicht, wie das hier jetzt im Moment aussieht. Und genau, aber das sind im Moment so die Taufvorbereitungen, die wir schon getroffen haben und die jetzt noch kommen. Wir werden das so machen, dass wir eben morgens die Taufe haben, dann zum Mittagessen und dann später noch die Torte zum Kaffeeessen. Und dann einfach ein nettes Beisammensein mit wirklich der kompletten Familie. Das hatten wir noch gar nicht. Also Felix' komplette Familie, meine komplette Familie, das hatten wir so noch nie. Und da bin ich sehr gespannt, wie das klappt. Ja, das Taufkleid, wie gesagt, zeige ich euch noch. Das ist richtig, richtig schön. Ich habe auch noch eine... so ein weißes Jäckchen gekauft, das habe ich euch im Urlaubsvlog gezeigt, und eine Strumpfhose. Extra dafür. Es fehlen noch kleine Schüchen, die glaube ich kaufe ich nachher noch bei H&M schnell, je nachdem, ob ich überhaupt losfahre oder ob die Kleine dann noch Lust hat. Und sonst bestelle ich da irgendwas online. Wir haben jetzt die letzten Wochen einfach nichts gefunden passendes.
Genau, aber jetzt räume ich erstmal weiter auf und dann geht's hoch in mein Zimmer aufräumen. Meine Lieben, ich sitze hier gerade im Auto. Wir sind nämlich jetzt bei Action. Ich wollte ein paar Taufdeko-Sachen kaufen und deswegen bin ich jetzt mal zu Action gefahren. Mal gucken, ob die was da haben. Jetzt müssen wir auch ganz, ganz schnell aussteigen, weil die Kleine ist ganz, ganz meckerig. Sie mag absolut kein Auto fahren, aber unser neuer Oval konnte sie so ein bisschen ablenken. Aber jetzt gehen wir ganz schnell rein. Ich nehme euch ein bisschen mit und danach werde ich denke nur was essen gehen, weil wir haben mit zu Hause noch kein Mittag gegessen. Und jetzt geht es aber ganz, ganz schnell los, bevor die Kleine hier noch ganz sauer wird. Meine Lieben, ich bin fertig. Den Haul zeige ich euch nachher. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Die Kleine hat die Windel voll gemacht. Und da habe ich jetzt gerade einmal gewickelt und umgezogen, weil die Body war auch total nass gesabbert. Habe ich sie einmal komplett umgezogen und jetzt spielt sie hier wieder, wie ihr hört. Genau, ich fahre jetzt direkt nach Hause. Bin auch echt K.O. Wir waren jetzt gut 2 Stunden hier. Ich habe mir noch ein bisschen Unterwäsche gekauft, für Felix Unterwäsche gekauft, weil Taco bei uns total gute Angebote hatte. 50% und genau, da habe ich den einmal zugeschlagen. Und habe jetzt noch gerade was zu trinken geholt und was gegessen. Und jetzt, wie gesagt, schnell nach Hause. Zu Hause erwartet mich nämlich ein Paket. Also ich hoffe, dass Hermes gekommen ist. Hermes ist bei uns immer so eine Sache. Aber sonst zeige ich euch das nachher auch nochmal, wenn es gekommen ist. Und jetzt fahre ich aber erstmal nach Hause. Hallo meine Lieben, guten Morgen. Ich habe gestern nicht mehr für euch weitergefilmt. Weil es schon ganz spät war und die Kleine irgendwie ganz, ganz komisch die letzten Tage. Also ich weiß nicht, was sie ausbrütet. Heute Morgen hat sie jetzt ganz, ganz doll Bauchschmerzen. Ich weiß nicht genau, was sie hat und was sie möchte. Und dementsprechend konnte ich euch den Horn leider gestern nicht mehr abfilmen. Das mache ich aber jetzt direkt. Die Kleine spielt gerade, wie ihr, glaube ich, hört. Ja, ich habe das hier alles gekauft. Wie gesagt, alles für die Taufe, so für die Deko und so. Einmal habe ich hier so 2 kleine Tabletts mitgenommen. Die sehen so aus. Die haben gekostet 1,60. Sind so kleine Tabletts. Und dann war ich noch bei Teddy. Da habe ich einmal hier so ein Band mitgenommen. Das hat gekostet 1 Euro. Fand ich ganz passend zum Thema. Ich möchte ja alles in so Natur und so gestalten. Da habe ich dann auch noch diese Holzstäbe mitgenommen hier. Die haben kostet 1,50. Dann auch noch diese hier. So kleine Scheiben. Fand ich alles total passend zusammen. Auch 1,50. Dann bei Action habe ich noch diesen Dekosand hier mitgenommen. Den fand ich auch sehr passend dazu. Der hat, glaube ich, auch an die 2 Euro gekostet. Und bei Teddy dann noch dieses Set hier. Ich bin jetzt weiter mit dem Baby auf dem Arm. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sie hat. Auf jeden Fall Bauchschmerzen hat sie heute. So, also dieses Set hier habe ich mitgenommen. Finde ich auch sehr passend, einfach so, um auf den Tisch so ein bisschen damit zu dekorieren. Das hat gekostet 2,50 mit ein bisschen Moos und so. Ihr werdet das am Tag der Taufe alles sehen, wie ich das mache. Aber einfach so, damit ihr jetzt mal wisst, wie ich das ungefähr gestalten wollte. Dann habe ich mitgenommen hier für die beiden Tabletts einmal so 2 kleine Gläser. Die sehen so aus und so wollte ich das dann auch machen. In diese Gläser kommt dann dieser Dekosand rein. Endlich.
Sie sitzt in ihrer Schaukel, mal gucken, wie lange. So, dann habe ich noch mitgenommen. Ich beeile mich ein bisschen. Dann bin ich gleich für die Kleine da. Einmal hier so, ja, Kunstpflanzen. So ein Set hier, so sieht das aus. Einmal in diesem Design, einmal in diesem. Jetzt quatscht sie ein bisschen. Genau, die wollte ich einfach hier so raufstellen. So. Und dann kommt hier, wie gesagt, der Dekosand rein. Dann kommen da so ein paar solche Holzsplitter und hier diese Dinger rein. Und dann finde ich das ganz passend so zu dem Thema. Dann habe ich zwei Bilderrahmen mitgenommen, auch in dieser Holzoptik, weil ich was für die Patentanten vorbereitet habe. Und dann habe ich noch mitgenommen so ein Teakholz hier. Zweimal. Und da wollte ich dann einmal diese grüne Kerze raufstellen. Wir haben nämlich vier Tische insgesamt und da wollte ich dann auf zwei Tische jeweils das hier hinstellen und auf zwei Tische jeweils das. Genau, und da kommt dann auch noch so eine Pflanze rauf. Und das sind, wie gesagt, das auf einen Tisch in die Mitte und das eben auf einem anderen Tisch. Und dann auch jeweils noch hier mit diesem Zeug zusammen machen. Genau, für das andere Teakholz habe ich das jeweils auch noch einmal. Genau, für den Action-Einkauf habe ich 25 Euro bezahlt. Und hier bei Teddy habe ich 8,50 € bezahlt. Finde ich auch schon in Ordnung. Und ich habe bei Action auch noch diesen Wäschekorb hier mitgenommen. Entweder für Lias Zimmer oder für unser Schlafzimmer. Genau. Ich fand den ganz gut. Der hat 2,60 € gekostet. Das fand ich in Ordnung. Und diente gleichzeitig als Einkaufskorb. Also ja, hat gepasst. Und wir brauchen sowieso noch einen. Nicht Lia hat keinen und wir haben nämlich auch irgendwie keinen. Und deswegen dachte ich, passt der ganz gut. Wenn man den irgendwie in die Ecke stellt, ich hätte den für Lia gerne in weiß gehabt, weil sie ja so rosa, grau, weiß Zimmer hat. Passt schwarz ist nicht so gut. Deswegen denke ich, dass er eher ins Schlafzimmer wandern wird. Aber wir werden das sehen. Genau, das ist jetzt so der Einkauf und so ist es grob geplant. Wie wir das halt so im Ende, wie es am Ende aussieht, das werdet ihr in 2 Wochen sehen, denn da ist die Taufe. Aber ich finde das so schon mal ganz gut. Es braucht natürlich noch Servietten und Teller und alles. Das werden wir alles noch besorgen. Aber genau, das ist jetzt erstmal so die grobe Deko, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist nicht ganz, wie ich es wollte, aber das ist einfach das, was Action hergegeben hat gestern. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Ihr könnt immer eure Meinung in die Kommentare schreiben. Genau, ich werde jetzt erstmal frühstücken. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Es ist schon 10 nach 10. Meine Eltern sind schon auf der Arbeit. Und dann denke ich, dass die Kleine auch gleich schlafen wird. Sie reibt schon immer ab und zu die Augen. Und in der Zeit werde ich dann ein Fotobuch erstellen für unsere Urlaube. Das habe ich jetzt im Urlaub vorgehabt, dass ich das mal mache. Und da wollte ich das dann, ja, heute in Angriff nehmen, wenn die Kleine mich lässt. Gleichzeitig möchte ich auch gerne noch das machen, was ich schon die letzten Tage vorhabe, aber nie dazu komme. Das werde ich dann auch noch in Angriff nehmen. Dann hoffe ich, dass ich vielleicht noch zum Nähen komme. Da habe ich vom Urlaub so ein paar Sachen angefangen, aber leider noch nicht fertig gebracht. Und gestern kam doch die Babykleidung an, das große Paket, aber leider bin ich da nicht so zufrieden mit. Und deswegen gebe ich das weiter. Genau, deswegen brauche ich das auch nicht zeigen. Da waren, glaube ich, nur 2 Sachen bei, die mir richtig gefallen haben. Aber das ist völlig in Ordnung, ne, mein Schatz? Sie ist total wild, sie strampelt immer um sich. Ja! So eine Grinsemaus, so eine zuckersüße Maus, ne? Ja, Lia, hallo! Genau, ich werde jetzt aber erstmal frühstücken. Und hinter euch liegt immer noch ein paar Sachen vom Koffer auspacken. Meine Sachen nämlich komplett. Babysachen oder Lias-Sachen habe ich schon weggeräumt, aber ja, meine noch nicht. So, meine Lieben, ich wollte euch jetzt eben noch kurz einmal einen kleinen Haul zeigen. Ich hoffe, dieses Chaos zerstört euch nicht und dieses kleine Baby, was da sitzt, aber das ist mein Job. Und hier steht auch noch was rum, aber meine Güte. Falls ihr irgendwas hört, das ist das Babyfon, die Kleine schläft gerade draußen im Garten. Und ich wollte jetzt kurz einmal ein Haul zeigen von PetPet. Ich liebe diesen Online-Shop und ich habe da jetzt mal mich an die Stoffwindeln gewagt. Und da wollte ich euch jetzt kurz mal was zeigen. Und zwar habe ich mir da nämlich ein kleines Set bestellt zum Probieren. Das besteht einmal aus dieser Stoffwindel hier. Die fand ich einfach so goldig. Genau, die kann man ganz individuell hier verstellen. Hier natürlich in diesem Bereich und aber auch hier in diesem Bereich. Das heißt, ihr könnt die wirklich
direkt nach der Geburt und auch wirklich bis zum Windelende sozusagen anziehen. Dann haben wir hier hinten ein Loch am Popo. Da kommen diese Einlagen rein. Die war da jetzt nicht dabei, sondern da habe ich mir einfach hier so ein großes 20er-Set bestellt. Könnt ihr da auch alles kaufen von diesen Pre-Falls. Und die werden da sozusagen reingelegt. Und bei dieser hier ist das so, das ist bei jeder verschieden. Bei dieser ist das so, da steckt ihr das hier hinten rein. Einmal komplett bis nach vorne durch. So. Oh, da steht Frühlingsarbeit. Wie gesagt, wenn irgendwas rauscht oder so, das ist das, wie gesagt, das Babyfon, weil die Kleine eben draußen im Garten schläft. Gerade. Genau, so. Also ihr steckt einmal das, die ganze Pre-Fall hier rein. Die ist jetzt hier unten drin. Und dann kommt ein Windelvlies oben drüber. Und dann kann die Windel so getragen werden. Und wir wollen ja sowieso einmal jetzt ausprobieren, wie das mit Stoff ist. Und da habe ich jetzt bei der Firma PetPet einfach so schöne Stoffwindeln gefunden. Und habe jetzt zum Ausprobieren einmal diese hier mitgenommen. Wie gesagt, auch das große Set an Pre-Falls. Dann habe ich mitgenommen diese Windel hier. Die fand ich auch einfach so goldig, oder? Also ich finde die so cool, spacig und ja, ist mit so Weltraum. Voll jungsmäßig, aber ich bin da ja sowieso nicht so. Also mir ist das egal. Und da sind die schon drin. Das ist sozusagen eine All-in-One. Da sind die Pre-Fold schon eingenäht. Das heißt, ja, man kann die hier so drüber legen. Zack, zack. Das doppellage ich dann. Windelvlies rauf und dann kann das Ganze direkt angezogen werden. Ich habe die hier auch schon verstellt. Ich glaube, das sieht man hier. Ne? Hier habe ich die schon verstellt. Auch die könnt ihr, wie gesagt, wirklich komplett die ganze Zeit tragen. Und was bei dieser hier noch sehr gut ist, wie ich finde, die hat ein doppeltes Beinbündchen hier sozusagen. Ein doppeltes Bündchen. Einmal hier. Ne? Ist eben zweilagig, doppelter Auslaufschutz. War aber trotzdem nicht viel teurer. Also von denen werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar mehr kaufen, wenn wir sie ausprobiert haben. Beziehungsweise will ich mir jetzt noch mehr kaufen, weil ich ja mit zwei ist es schlecht zu testen, würde ich mal sagen. Und dementsprechend, genau, sammeln wir da jetzt noch ein paar. Genau, wie gesagt, die Pre-Falls waren dabei oder habe ich auch gekauft. Die sind auch super günstig da, muss ich echt sagen. Und was ich mir auch gekauft habe, sind waschbare Stilleinlagen. Auch die sind super günstig gewesen. Ich glaube 10 Stück, 5 Euro oder 3 Euro sogar. Und genau, ich finde, Stillanlagen muss man nicht unbedingt kaufen zum Wegwerfen, sondern da kann man auch sowas hier nehmen. Finde ich super, habe ich auch schon probiert. Die sind sehr saugstark und habe ich jetzt auch schon gewaschen und haben sich nicht irgendwie verfärbt, nicht irgendwie verändert, sind nicht irgendwie weicher geworden. Wie sagt man? Nicht weicher, sondern wie sagt man? Ja, oh Gott. Rauer? Mir fällt es nicht ein. Beim Schneiden fällt es mir ein. Ich weiß es. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, und dann kann man bei PetPet ja auch nie an den Kleidungsstücken vorbeigehen. Ja, muss ich auch ehrlich sagen. Also, wenn ich bei PetPet bestelle, dann kommen immer mindestens 3-4 Kleidungsstücke mit. Und das ist diesmal dieses Set hier mitgekommen. Einmal mit so einem kleinen Top hier. So sieht es aus. Und passend dazu diese süße Hose hier. Auch richtig goldig mit den Taschen, oder? Das ist schon in Größe 80. Dann habe ich noch bestellt einmal diesen coolen Jumpsuit. Ich finde den so cool. Der ist einmal hier oben. Das kommt um den Hals. Und hier so mit Knöpfen. Und hier hinten hat er eben keinen Träger, sondern ist so mit so einem Gummizug. Ja, super lässig und oh mein Gott, schaut euch bitte mal die Tragefotos da bei PetPet an. So unglaublich goldig. Und das Letzte, was ich mitgenommen habe, ist noch dieser Sommerrumper. Den fand ich auch so goldig mit dem T-Shirt drunter. Auch in Größe 80 für den nächsten Sommer, dachte ich. Und ja, mein Gott, wie süß ist der bitte, ja, Leute? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Da kann man doch einmal nicht dran vorbeigehen, oder? Ja, der ist auch hier oben zum Öffnen. Dann, ja, wie gesagt, ich bin echt total begeistert. So, meine Lieben, und das war's dann auch von dem Haul, von dem Vlog. Wie gesagt, ich werde jetzt nochmal bei PetPet bestellen. Und ich habe sogar einen Rabattcode für euch bekommen. Den blende ich euch mal hier unten ein. Und auch in der Infobox könnt ihr da mal vorbeischauen. Ja, und das war's dann auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!